Erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Mami, I'm sorry. Geht's dir gut? Ja, soweit so gut. Ich durfte heute ein Wannadoo stechen. Sehr, sehr geil. Freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Echt? Ja. War schon ziemlich lange bei mir im Portfolio, hab's aber nie rausgehauen. Und als ich mich dann entschlossen habe, war es auch sofort weg. Nach hinten so abfällt, ist es halt blöd, wenn man das nicht einschneidet, um das drauf zu machen. Dann wirft es so Falten und dann kann sein, dass sich zum Beispiel Linien verziehen oder so. Ich habe heute ein Kranich gemacht. Einer meiner Lieblingsmotive, was ich selber auch gerne hätte. So ein bisschen im Mixed Graphic Style. Es ist noch so ein bisschen Wasser mit dabei, das sich so um den Kranich herumschlängelt und soll so ein bisschen diese tanzende Position von ihm nochmal aufpäppeln. Ursprünglich wollte ich eigentlich ein anderes Tattoo und habe dann auch bei eurem Partnerstudio Pardon Paris angefragt und habe dann auch einen Termin bei Manuel bekommen. Und habe mir dann sein Instagram angeschaut und glücklicherweise hat er dann am Tag darauf seine Wannadoos hochgeladen und dann habe ich ihn gleich angeschrieben, ob er das Bock hätte, auch auf den Oberschenkel drauf zu machen. Der Witz an der Geschichte ist, dass ich habe das Wannadoo eigentlich schon vor langer Zeit gemacht. Ich habe es aber nie hochgeladen, weil ich immer irgendwie dachte, vielleicht ändere ich noch mal was. Mhm. Oder ich selber will ja auch Kraniche haben. Und dann ja, habe ich mich irgendwann dazu durchgerenkt, das hochzuladen und dann war es ja gleich weg. Voll lucky, dass du es dann eben auch da gerade hochgeladen hast, als ich dein Insta ausgecheckt habe. Ja, ich hatte es auch richtig lange als Handy-Hintergrund. Und wenn ich dann sehe, wie es mir taugt, dann fand es auch einfach schon allein das Handy-Hintergrund eigentlich voll ästhetisch. Ja, die meisten Leute sind es ja gewohnt, von mir Blumen zu sehen. Das ist heute mal was anderes. Mixed Graphic ist im Prinzip eher ein grafischer Stil, den man mit so kleinen oder auch großen realistischen Parts im Prinzip kombiniert. Ein Mikrorealistik-Motiv, was man mit grafischen Elementen wie Linien, Formen, Symbolen einfach ausschmücken kann. Das Gute dabei ist, man kann perfekt auf Kunden eingehen, man kann mehrere Dinge in das Motiv integrieren. Sieht halt einfach mega cool aus. Ist was in den letzten Jahren auf jeden Fall richtig gepusht wurde, was viele Leute haben wollen, weil es einfach mega cool aussieht. Es ist zwar ein bisschen filigran durch die dünnen Linien und durch die Formen, aber trotzdem hat man dann diesen realistischen Part, der schattiert ist. Und die Kombi ist halt einfach Bombe, es sieht mega cool aus. Das war Louis sein erstes Tattoo und dann gleich so ein großes. Sehr, sehr mutig auf jeden Fall von ihm. Ich hoffe, er ist zufrieden. Also Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen da, kommentiert, liked, macht, tut. Nächstes Video hier anklicken. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Adios.